Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und heute habe ich für euch etwas von Hotone, von Hot One oder von Hotone, nämlich den Chromatic Tuner aus der Skyline Series. Dieser sollte jetzt hier für euch sichtbar sein und auf jeden Fall haben wir, wenn ihr vielleicht schon andere Produkte von Hotone kennt, müsstet ihr wissen, dass Hotone sich diesen Mikro-Pedals so ein bisschen zugeschrieben hat. Ist ja sowieso ein absoluter Trend im Moment, dass jedes Pedal, was es jemals schon gab, und sei es ein Tube Screamer, sei es ein Wah-Pedal, alles wird immer kleiner, immer kompakter. Und so jetzt auch das Stimmgerät. Schauen wir uns das Stimmgerät mal kurz an. Wir haben einen Ein- und Ausschalter. Ein Display, was eigentlich für die Größe relativ groß, hier mal zum ungefähren Vergleich, mein Finger, eigentlich relativ groß auch anzeigt. Und dann haben wir noch einen großen Knopf hier ganz oben, der einfach auf dem Pedal halt zu klein ist, keinen Platz mehr findet. Das ist jetzt ein Special Feature, was der Hotone Chromatic Tuner hat, nämlich dass wir einen Clean Boost an Bord haben. So, dieser signalisiert dann auch gleichzeitig, dass es an ist, weil es dann blau aufleuchtet, dieser lustige Knopf. Ja, ansonsten wird es kann man es nur mit einem 9-Volt-Block-Adapter betreiben. Da für den 9-Volt-Block einfach kein Platz ist, weil das Pedal fast so groß ist wie der 9-Volt-Block. Ja, gut. Was ich eigentlich jetzt erstmal sagen muss, ist, es ist sackschwer. Dafür, dass es so klein ist, ist es wirklich sackschwer. Es sieht sehr robust aus. Was ich auch lustig finde, ist so dieser kleine Bügel, den die alle so dran haben, was vielleicht so ein bisschen so Heavy Duty hier, Robustheit darstellen soll. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein kleines witziges Pedal. So, schauen wir erst einmal, ob es stimmt. Also, wir schlagen mal ein E an. Es wird erst rot, es wird orange. Heller Orange und dann Grün. Und das natürlich auch, wenn die Note zu hoch ist. Rot, Orange, Gelb, Grün. So. An sich ist es schon mal ganz gut lesbar, muss man jetzt mal so sagen. Also bis jetzt ist es in Ordnung. Und was wir jetzt machen, ist erstmal diesen Clean Booster ausprobieren. So, also wir schalten das Pedal mal in den True Bypass Mode. Hier haben wir. Das ist der normale Clean-Kanal. Wirklich schön clean. So, und jetzt schalten wir es ganz einfach mal an und gehen mal auf die niedrigste Stufe. So, hier ist es aus. Und jetzt gehen wir mal auf die 5. Allerdings noch nicht aus, um jetzt wirklich den Verstärker so ein bisschen zum Breakup zu bringen. Also gehen wir mal auf 8 hoch. Die maximale Stufe, nämlich 10.
wirklich ganz anständig. Der Amp wird ein kleines bisschen, es wird ein kleines bisschen gestopft, so der Sound wird ein kleines bisschen fetter und einfach ein bisschen angenehmer, so für so cleane Solo-Sachen. Ja, also auf jeden Fall ein ganz nützliches Feature. Ob man das natürlich auf dem Tuner braucht, steht auf dem zweiten Blatt, aber ja. So, als nächstes und eigentlich auch als letztes wollen wir jetzt auch mal, nachdem wir die Nebenfunktionen gecheckt haben, auch nochmal die Hauptfunktion checken, nämlich das Stimmgerät. Und hierfür nehmen wir jetzt als Vergleich ein Korg Pitch Black und wollen jetzt einfach mal schauen. Das Korg Pitch Black liegt meines Erachtens preislich doch deutlich über dem Hotone und wir wollen jetzt einfach mal checken, wie genau die beiden Pedals laufen. So, jetzt haben wir die Gitarre verstimmt und jetzt schauen wir ganz einfach mal. Wir sind beide zeigen auf jeden Fall schon mal ungefähr das gleiche an. Man sieht natürlich, dass von dem Pitch Black die Anzeigen natürlich etwas genauer gehen, dadurch, dass er einfach mehr LEDs hat. Und wenn wir jetzt auf dem Pitch Black gerade stimmen, zeigt das Hotone immer noch an, dass es sharp ist. Ja, jetzt zeigen sie beides gleich an. Okay, E. Beide zeigen das gleiche an. So, und selbst hier. Jetzt zeigt das Hotone. Nein, jetzt hat sie es gefangen. Okay. Also auf jeden Fall, sie zeigen beide ungefähr das gleiche an. Also wenn die Note dann stimmt. Also das Pitch Black erfasst halt immer noch diese Schwingung, die Seite immer noch so mitmacht. Also wenn man jetzt kräftig anschlagt, diese Nachschwingung, die erfasst das Pitch Black halt, was halt auch bei dem Pitch Black vielleicht so ein kleines bisschen der Vorteil ist, ist, dass die LED dann nur leicht beleuchtet werden, wenn es wirklich nur ganz leicht drüber oder drunter ist und hier ist es halt immer das gleiche. Bei dem Hotone ist es wirklich immer die gleiche Stärke der LED. Ja, also wie wir sehen können, es stimmt relativ genau. Es ist vielleicht an manchen Stellen nicht ganz so präzise und nicht ganz so hell wie das Pitch Black, aber für den Preis und vor allen Dingen für die Größe muss man natürlich sagen, ist es ein wirklich ganz anständiges Produkt. Ich meine, wenn man sich wirklich, wenn man vorhat, wirklich so ein kleines Pedalboard zu bauen, was man überall hin mitnehmen kann, ist das, glaube ich, eine ganz coole Lösung. Und ja, ansonsten hat es mir wie immer Spaß gemacht. Checkt das Ding auf jeden Fall mal aus. Ich mache euch wie immer den Link unten in die, oder Jule macht euch den Link unten rein. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei den anderen Videos, die auch auf meinem Kanal sind. Und macht's gut!